Буча. Бородянка. Michael berichtet uns immer live, wo er gerade ist, was er gerade tut, was mit unseren Spenden passiert, hier aus Borodjanka. Hier ist wieder Kerstin. Wir kriegen die nächste Lieferung von der Metro. Und wie ihr seht, seht ihr erstmal nichts. Doch da jetzt Getränke. Und da kommt Franz mit dem Radlader, damit die ganze Sache ein bisschen flotter geht und auch einfacher für uns alle. So, wie ihr seht, die Zugmaschine ist voll. Jetzt geht es daran, den Hänger zu beladen. Jetzt werden die Sauerstoffgeräte verladen. Und dann kommt alles, was medizinisch ist, alles die Medis. Das ist das nächste, was jetzt eingeladen wird. Also es ist Mitternacht. Wir sind jetzt hier angekommen. Die örtliche Feuerwehr aus Helm hilft hier mit. Und jetzt werden quasi die ganzen Sachen direkt umgeladen. Die gehen heute Nacht jetzt noch über die Grenze. Und werden jetzt in verschiedene Fahrzeuge aufgeteilt. Gemeinsam sind wir stark. Leute, ich habe schon gesagt, wir machen noch eine Tour. Ich habe schon ein bisschen was erzählt, weißt du? Und jetzt ist er da. Evil Jared ist am Start. Und Evil Jared hat seine Stimme verloren, aber es ist scheißegal. Niemand kann meine Deutsch verstehen, auf jeden Fall so. Cody muss. Bla bla bla. Wie normaler. Bla 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 bla. Bla. Das, gut. Das Gute ist auf jeden Fall, dass wir heute zusammen Auto fahren. Und Jared hat gefragt, ey, wollen wir zusammen nach Polen fahren? Schick nur ein Auto auf die Bus right now. Ja, guck dir das mal an. Hammer. Da ist es schon. Und hier, die Leute räumen noch Sachen ein. Wir haben da einen 40-Tonner und ein paar weitere Sprinter und so. Gustav, Gustav, wen suchst du? Wen suchst du hier? Ich suche hier ein Starterkabel. Ja, er lacht schon. Hier. Jedes Mal mit einem kaputten Auto kommt der Schäfer an. Also wirklich. Also nicht sparen.
Cool. Schafft es! Yay! Gustav! So geht's. Und Scheiß. Kabel dran gemacht, gut wäre gewesen. Nee. Hier bereitet Krogi gerade den Stream vor, den Spendenstream, bevor es dann weiter zur Teambesprechung geht. Das möchte ich auch nicht machen. Komm, wir machen das richtig schön. Wir haben noch nichts geleistet. Jetzt schon uns feiern. Jetzt schon saufen. Morgen mit der Saison. Ey, Raves sind wieder in. Okay. Ich wusste, dass wir auf dem Rave gehen. Hallo, braucht ihr mal ein Walkie-Talkie? Ich schüttel die Eltern so bei ihm an. Wir wollen auch mal gesehen, dass wir das da. Jetzt legen die Jungs quasi los, damit der Stream live auf der ganzen Fahrt übertragen wird und wir möglichst viele Spenden damit sammeln können, dadurch, dass die Leute mitkriegen, dass die beiden mitfahren. Natürlich müssen die beiden die Sirene auch noch checken. So, jetzt kommen wir ran hier alle. Cheese! Käse-Sahnetorte! Autoput. Anlasser? Wo könnte der Anlasser sein? Da. Danke dir erstmal, bis später. Ciao. He's still alive. Wen meinst du jetzt, Jared oder das Auto? The guy in the car. Flo hat echt alles dabei. Wir müssen nur die Leuchten, die sich beschweren, überkleben. Dann haben wir alles. Sehen wir jetzt nochmal? Bin ich wieder zu geil gefahren? Nein, es läuft einfach Öl in diesen Stecker rein. Ja. So ein Ölkontakt funktioniert nicht. Flüssigkeit, Kontakt, Elektrizität. Mein Vater wird sagen, wir haben keine Ringeltaube gekauft. Haben wir nicht. So sieht's aus. Ist so. Aber sie siehst du vorher nicht. Musst jetzt einfahren, dann weißt du, ob du auf die Fresse gefallen bist oder nicht. Wir holen Bremsen rein, ja, reinigen das immer ordentlich und dann sollte wieder funktionieren. Dann ballern wir. Jared hat am Vortag gearbeitet und einen kleinen Hangover, aber so oder so ist die Fahrt auch sehr lang und anstrengend. Als wir in der Flüchtlingsunterkunft angekommen sind, mussten wir erstmal unsere Ausweise zeigen und registriert werden, damit sie genau wissen, welche Leute in der Flüchtlingsunterkunft sind, damit die Leute dort innerhalb auch sicher sind. In einer Flüchtlingsunterkunft. Guck mal da, das ist krass. Wie viele Plätze hier sind. Grundsätzlich. Und wir haben jetzt hier unsere Unterkunft für die Nacht. Da stehst du. Irgendwo. Ja. Schon zugezogen ist, da schlicht. Evil Jared. Da ist das Schloss gespitzt. Like a baby. Ja. Ich geh nicht näher hin, ich lass ihn schlafen. Ja. Aber ich kitzel ihn gleich. Soll ich dabei sein? Sehr lustig. Aber du hast Angst. Ja, ein bisschen. Aber ich habe auch Bock drauf. Warte, ich bin dabei. Schluss. Ist alles egal. Gut gegessen. Gut. Vielleicht sehen aus wie die Eulen. Gustavs Gesicht. Sei mal alle zahm zu früh, doch im Herzen lacht's und jubelt's. Gerade Weihnachtszeit ist gut. Das könntest du natürlich mal als.
Wir sind angekommen, der Rettungswagen ist da, Jared, your key. There it is. Oh, no. No? Jerky? It's your key. Mine? Jerky. Yeah. Really? As you can see, things just like the well, it's got a couple problems with the motor. And the wheels, and the transmission, and the exhaust, and the brakes. But other than that, well, the siren works great. Yeah. And, hey, it's your problem now. Also, Rettungswagen ist angekommen und in gute Hände übergeben. Good hands now. My uncle is a cop in New York. Okay. And he sent me a bunch of body armor that I brought over that we're going to deliver over to Kiev. Mm-hmm. And here is one of the body armor pieces that my my uncle sent me that he probably got shot by some criminal in New York. Really? Shot him with this thing. Yeah, probably. I don't know. Why does it smell like donuts? What's that? Nice. Wir haben bis dato roundabout 200 Flüchtlinge abgeholt. Flüchtlinge, die keine andere Möglichkeit hatten, nach Deutschland zu gelangen, was aber ihr Ziel war. Um die Flüchtlinge abzuholen, muss man sich vor Ort registrieren lassen. Das hat einen Sicherheitsaspekt, dass die Leute genau wissen, wo die Leute hingekommen sind. Erstens mal, wenn Verwandtschaft sie sucht und vor allen Dingen, um den Menschenhandel zu unterbinden. Soweit es den Flüchtenden möglich ist, nehmen sie natürlich auch ihre Haustiere mit. Sei es Meerschweinchen, wir hatten auch schon ein Frettchen, Katzen, Hunde etc. Hier übergibt Maciej in unserem Namen vom Ukraine Border Collective den Rettungswagen an Michal. Danke. See you. Yeah. Bye. Einladen und ausladen. Gefühlt das Einzige, was man die ganze Zeit macht. Laden, laden, laden. Wir haben uns irgendwann entschlossen, nach Kiew zu fahren. Erstens, um Journalisten auch mitzunehmen und denen ganz klar unsere Arbeit zu zeigen, damit auch alles lückenlos dokumentiert werden kann. Und des Weiteren, wenn man sich den Arsch so aufreißt, will man natürlich auch wissen, kommt es eigentlich wirklich an. Von den Spendengeldern vom Livestream von Krogi und Jared sind wir in den Großmarkt einkaufen gegangen und haben direkt die Kohle daraus geballert. Und dann waren wir noch in dem Medizinfachhandel, die uns auch unterstützt haben und Rabatt gewährt haben. Und dort haben wir auch nochmal den zweiten Teil der Spendengelder für wichtige Medikamente und Verbandsmaterialien ausgegeben, die sie vor Ort unbedingt benötigen. So, die anderen laden gerade noch fertig ein. Wir holen mal schnell unsere Sachen aus dem Auto, weil wir auch in diesen Zug steigen. Na, kriegen nicht alles in den Zug rein. Das kommt dann in den nächsten Zug rein. Maciejs Freunde laden den dann. Und genau, und den werden wir dann auch in Kiew ausladen. Es wird knackig. Wenn die Tank ist noch nicht mal drin. Wir sind jetzt zu dritt. Mein Gepäck hier oben drauf. Hier drin haben zwei Betten. Wir schlafen in Schichten. Abfahrt! Kick und wir stehen hier zwei Stunden an der Grenze. Yibi, yibi, yay. Ich schwitze. Es ist unglaublich. Aber wir fahren. Und Luft, 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 Luft. Es ist echt heiß hier. Es ist echt richtig heiß. Ja. Und stickig. Man muss erstmal sagen, hier die Schaffner stellen nicht nur ihre Abteile für Spenden so zur Verfügung, sondern heute dürfen wir hier in Sergejs Abteil pennen. Und Sergej schläft im Sitzen. Extra für uns so. Danke, Sergej. Guten Morgen. Wir landen gleich in Kiew. Sergej hat schon einen wunderbaren Kaffee gemacht. Und der ist auch fit wie ein Turnschuh. Ja, dann mal gucken, was uns
heute erwartet. So, hier wird jetzt gerade lecker gefrühstückt. Der Luftalarm in Kiew ist inzwischen echt Standard. Ist auch mehrmals am Tag. Und die Leute gucken dann eher erstmal in ihr Handy auf die entsprechenden Apps, wie es dann tatsächlich aussieht. Was ist da jetzt alles drin? Was hast du reingetan? Eine Packung Nudeln, eine Packung Rindfleisch. Zwiebeln, sowas, Tomatensoße, hier dann so Tomatensuppe. Okay. Leckebrot, Hüsenriegel, Kekse, Sonnenblumenöl oder? Ja. Mhm. Ich glaube, das war's dann. Okay, jetzt geht's weiter quasi. Kannst du mir direkt geben. Ganz schön heavy. So, und jetzt geht's hier weiter. Was tust du damit? Nasenspray und Paracetamol. Okay, und drin damit. So, dann geht die Tüte weiter. Zu Boris. Jetzt kommt noch Hygiene rein. Dann werden die Beutel zugemacht. Und dann gehen sie los. Hier gerade so in den Vororten von Kiew. Das ist irgendwie so unwirklich, weil es so nah ist und es echt nur Wohngebiete sind. Also hier ist nichts, hier ist keine Fabrik oder irgendwas. Also es sind alles Wohnhäuser, die hier einfach mit geschossen worden sind. Ja, und du hast hier halt einfach wahnsinnig viele Leute, die hier noch wohnen müssen. Oder wieder zurückkommen und sehen, dass sie eigentlich nichts mehr haben. Wir haben hier keinen Strom. Und einfach alles weg. Also sehr, sehr viel Leid hier einfach so zu sehen. Бабушка, я кто дома? Wie viel
Leuten, Lalida? Kannst du sie sagen? Doli, es muss ja von 12 человек и Катюша 13. 13. Wow. Oh, wow. Скільки днів ви тут ховалися? Filip, inside 20 days. 20 days, live inside. Leute, hier ist einfach sau viel kaputt. Den Menschen geht's scheiße. Zustände sind katastrophal. Ich würde mir von euch wünschen, dass ihr was spendet. Und es kommt an. Ich hab's gesehen.